Hey Guys and Girls und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Fashion Unboxing. Ich habe mir das Kid Cudi X Babe T-Shirt geholt. Ja, Babe X Kid Cudi T, mega nice, hat 170 etwa gekostet oder so. Auf jeden Fall mega nice. Der Hoodie kommt auch noch, der war bedeutend teurer. Auf jeden Fall, wenn ihr das feiert, lasst gerne jetzt ein Like da und abonniert auch meinen Kanal. Das ist wie gesagt nur ein kleines Opening. Ich muss wirklich schauen, dass ich hier nicht in dieses T-Shirt schneide. Ansonsten könnte es ein teurer Spaß werden oder eben auch nicht. Deshalb ganz sachte, hier bin ich am Werk. Und ich bin mega gehypt, weil ich habe fast 2 Monate gewartet jetzt, seit ich bestellt habe. Und jetzt ist endlich der Moment gekommen, wo ich es aufmachen kann, das Pack. Und uff, das sieht zu wild aus schon mal. Let's freaking go. Okay, die Auftragsbestätigung, die werde ich noch kurz selbst anschauen jetzt hier. Ah, die brauche ich ja nicht. Aber es ist nice, dass die auch noch dabei ist. Ah ja, so 177, 92, 169 in total für das Babe X Kit Cudi Camo Tee in Size L. Ja, mega nice auf jeden Fall. Ich packe die mal ein bisschen aus dem Video. Und hier, we go. Das T-Shirt ist mega nice. Es ist auch mega teuer. Aber fuck it, habe ich mir gedacht, ich hole mir das. Und here we go, Size L. Oh mein Gott, let's go! Mega nices Tee. Ihr seht es gleich von Babe, The Baffing Ape. Und ja, das T-Shirt sieht mega nice aus. Warte, ich kann mal den Kamera-Angle ein bisschen nach oben schwenken. Ja, here we go. Dann sieht man es hier. Richtig nice. Und hier ist noch von seinem Album eben, das er gedroppt hat. Hier noch die Erde, der Mond, mega nice Qualität auch. Und hinten Kid Cudi ganz groß mit dem Albumnamen Moon Man. Mega nice auf jeden Fall das T-Shirt. Ich werde auch noch zeigen, wie, wenn ich es anziehe euch. Auf jeden Fall nur ein kleines Mini-Unboxing, weil der Hoodie noch nicht da ist. Ich werde dann beides zusammen anziehen. Der Hoodie, wenn der kommt, mache ich auch gleich am selben Tag das Video, nehme ich das auf und lade es dann so schnell wie möglich hoch. Auf jeden Fall mega nice, dass das hier ist. Wie gesagt, hier vom Album. Es heißt ja Moon Man und deshalb auch die Erde und der Mond. Ist mega nice, auf der Seite noch das Logo, wie man es von Babe kennt, beim linken Ärmel. Ansonsten hinten das im Kid Cudi Moon Man und vorne hier. Also meiner Meinung nach die beste Kollektion, die es dieses Jahr gab. Meiner Meinung nach die beste Kollektion, die es dieses Jahr gab. Und kann ich euch nur empfehlen, die auch zu holen, wenn ihr natürlich das Geld habt. Ich mache das ja auch nicht jeden Tag. Ist aber ein mega nices T-Shirt. Ich schwenke hier nochmals nach unten und nach oben. Und dann nochmals die Rückseite zeige ich euch. Let's go. Sieht halt echt mega nice aus. Wahrscheinlich ziehe ich das auch einfach morgen schon an. Ich habe es auch noch nicht gewaschen, aber mal schauen. So, let's go. Hier von hinten ein bisschen größerer Print, aber ist nicht so schlimm. Unten auch. Das Camo-Muster, das sich über das ganze T-Shirt zieht. Ah ja, was ich noch zeigen möchte, sehen, dass es natürlich die typischen Babe-Köpfe hier versteckt hat. Hier ist zum Beispiel einer. Hier sind gleich 2 auf einmal. Hier unten nochmals ein Babe-Kopf. Auf jeden Fall mega nices Design auch. Also wirklich ein spaciges Design hier. Finde ich die beste Kollektion von Babe. Vielleicht sogar seit 2 Jahren hier nochmals ein Kopf. Und ja, die sind halt mega nice, die Farbkombination von Pink, Hellblau und dann die Sterne. Die sind auch wirklich, wie man sieht, grün und es sind Sterne, nicht nur Punkte, was ich mega nice finde. Ja, ich ziehe das auf jeden Fall an und wenn der Hoodie dann auch noch arrived,
werde ich von beiden zusammen ein Unboxing machen und ein Try-On. Also ja, lasst jetzt ein Abo-Like da, aktiviert auch die Glocke. Ich mache ja für euch immer auch den Gaming-Content, aber das ist mein Lieblings-Content, bin ich ehrlich. Deshalb wäre nice, wenn ihr das supportet. Und ja, aktiviert dem auch die Glocke, schreibt einen netten Kommentar, wie ihr es findet. Meiner Meinung nach die beste Babe-Kollektion seit 1 bis 2 Jahren. Sicher in 2021 die beste Kollektion. Es gab noch eine andere coole, mit so wie Pastellfarben, also so Light Colors. Ja, auf jeden Fall, lasst Abo-Like da. Schreibt nette Kommentare, ich lese die alle durch. Teilt es auch gerne an eure fashion-begeisterten Kollegen und Kolleginnen. Ja, würde ich sagen, ja, danke fürs Zuschauen. Habt noch einen schönen Tag oder Abend, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Vielleicht auch Nachmittag oder Morgen. Ja, und die Sonne scheint gerade. Mega nice Tag heute in der Schweiz. Schreibt mal rein, wie bei euch das Wetter so ist und eben wie ich euch das Piece hier, dieses Nice Babe X Kit Cardi. Kadi Kamoti gefällt in die Kommentare. Ja, dann würde ich sagen, Hashtag Convivial Army und ciao, ciao.